Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag vom Vortragsblock Offene Daten. Jetzt geht es nochmal um einen speziellen Anwendungsfall, warum ich offene Daten nutze. In dem Fall geht es um barrierefreies Fußgängerrouting. Und ich muss es jetzt ablesen, weil das sind drei Namen: Uwe Radusch, Dr. Roland Olbricht und Martin Kurschaschewski. Werden uns jetzt gleich erzählen, warum offene Daten dafür einfach sinnvoller sind als vielleicht amtliche Daten oder in diesem Fall zusätzlich auch Daten vom Verkehrsverbund. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Uwe Rautzus. Ich leite das Geodatenmanagement bei der Stadt Dortmund. Und insofern haben wir irgendwann mit diesem Projekt angefangen und ich soll da jetzt ein bisschen auch Ihnen sagen, wie wir das so gemacht haben. Ja, wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren dazu Gedanken gemacht, dass in Dortmund der Kirchentag stattfindet und dass es ganz schön wäre, wenn der Kirchentag in Dortmund stattfindet, wir auch Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, denen ein gutes Routing zur Verfügung stellen könnten. Darüber hinaus gibt es auch gewisse rechtliche Grundlagen. Es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention und daraus abgeleitet eine EU-Richtlinie und das dann wieder umgesetzt in nationales Recht, das Personenbeförderungsgesetz. Und da steht halt eben auch drin, dass mobilitäts- oder sensorisch eingeschränkte Menschen halt eben auch die Teilhabe an ÖPNV halt eben gegeben sein soll. Und das ist auch bis 2022 herzustellen. Daraus kann man jetzt nicht direkt ableiten, dass auch ein barrierefreies Routing erforderlich ist, aber ich sag mal, man kann es so auslegen und bei uns in der Stadt wird auch der Wunsch gesehen, das entsprechend auch zu tun. Ja, Ziel halt eben ein durchgängiges, barrierefreies barrierefreie Informationen, Zielführungssystem für halt eben Fußgängerinnen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs und gleich berechtigte Teilnahme aller Menschen am gesellschaftlichen, sozialen Leben. Das waren halt eben unsere Ziele, die wir dabei hatten. Ja, wie sind wir vorgegangen? Wir haben eigentlich als allererstes uns da mal umgeguckt, wer macht denn überhaupt so in unserem Umfeld irgendwas mit Routing für Personen? Und wenn man dann auch zu Fuß unterwegs ist oder halt eben nicht mit dem Auto unterwegs ist, liegt der Verdacht relativ nahe, dass man auch eben mit dem öffentlichen Personennahverkehr was zu tun hat. Da gibt es im Ruhrgebiet den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der sich, sage ich mal, um den öffentlichen Personennahverkehr kümmert. Und dann haben wir mal geguckt, ja, was macht denn überhaupt jetzt der VRR in dem Bereich? Und natürlich, die haben natürlich auch eine App und auch eine Anwendung, wo ich, sag ich mal, ein Routing mit möglich ist, wie ich halt eben von einer Adresse, sag ich mal, zu einer Zieladresse komme, unter Einbeziehung des öffentlichen Personennahverkehrs. Der VRR plante dann auch, sag ich mal, sich auch dort ein bisschen was zu überlegen, halt eben in Richtung, wie kann ich mobilitätseingeschränkte Menschen halt eben von A nach B bringen und hatte da auch schon eine gewisse Entwicklungsideen, halt eben das Routing auch darüber zu steuern, halt eben, dass ich keine Treppen haben will, keine Rolltreppen, keine Aufzüge oder halt eben eine rollstuhlgerechte Navigation haben wollte. Dazu nutzt war die Idee des VRRs, halt eben OSM-Daten zu nutzen, um dort halt eben diese Daten sich zu holen und die halt eben in seine Navigations-App einzubauen. Das einzige Problem, was so ein bisschen für uns sich da auch so darstellte, war, dass der VR sagte, ja, uns interessiert aber eigentlich nur das Routing von einer Haltestelle zur nächsten Haltestelle und wie der Mensch zur Haltestelle hinkommt und von der Haltestelle wieder wegkommt. Ja, das ist ja eure Aufgabe als Stadt und als öffentlicher Dienstleister. Und so ist im Prinzip eigentlich auch jetzt diese Aufteilung eigentlich entstanden. Die Kommune bzw. in Zusammenarbeit mit OSM kümmern wir uns um den Teil vom Ausgangsort zur Haltestelle. Der Verkehrsbetrieb kümmert sich für das Routing zwischen von der Haltestelle zur Haltestelle und wir dann wieder bis zum Zielort. Das ist also das,
der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, im Prinzip, das ist jetzt hier nochmal so ein Blick auf das Fahrgastinformationssystem vom VRR. Da kann man halt eben dann auch sich drin bewegen. Wenn man, ich habe das jetzt extra mal aus der mobilen Anwendung gesehen, da sind auch schon die Schalter drin, dass man einstellen kann, ich will jetzt keine Treppe benutzen, ich will keine Rolltreppe haben, keine Aufzüge oder ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs und bekommt dann halt eben auch eine entsprechende geänderte Zielführung. Hier sieht man das in dem Bild auch ganz schön. Das ist jetzt bei uns da, wo ich arbeite, vom Haus. Es gibt normalerweise einen schönen direkten Weg über die Straße rüber. Der ist allerdings für Rollstuhlfahrer nicht wirklich geeignet oder für Menschen mit irgendwelchen Mobilitätseinschränkungen. Und da führt der Weg halt eben auf der anderen Seite lang. Und dort auch ganz wichtig, dass man auch sehen kann, im Prinzip auf welcher Straßenseite man sich im Prinzip eigentlich so ein bisschen bewegen muss. Auch das ist immer noch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, wie sind wir zu diesen Daten gekommen? Wir haben uns erstmal über die Zielgruppe Gedanken gemacht. Wen wollen wir alles da rannehmen? Natürlich erstmal Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, das war relativ naheliegend, aber es gibt ja auch noch schwerhörige oder gehörlose Menschen, sehbehinderte und blinde Menschen. Es gibt auch dann noch die Gruppe der Leute, für die man leichte Sprache verwenden sollte. Die haben wir erstmal so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir da bei diesen Gruppen gesehen haben, dass es da sehr viel Überschneidungen gibt von dem, was man eigentlich an Dingen wissen muss, um halt eben dort das Routing auch zu ermöglichen. Daraufhin haben wir uns dann Gedanken gemacht, welche Merkmale muss ich eigentlich erfassen, was brauche ich eigentlich, um so ein Routing durchzuführen. Und ja, da gibt es halt eben eine bestimmte Systematik, die man halt eben berücksichtigen muss. Ich muss erstmal gucken, wo ist ein hindernisfreier Raum, das nennt man so eine Zonierung. Ich muss gucken, dass ich möglichst stufenlose Übergänge habe, also eine Nivellierung habe. Ich gucke, wo ich eine taktile Linienführung habe und auch eine entsprechende Kontrastriegelung habe, um halt eben auch seheingeschränkte Menschen, sag ich mal, dort zu führen. Jetzt ist es so, es gibt eine gewisse Differenz zwischen dem, was wir vorhin in der App gesehen haben, die eigentlich eher für mobilitätseingeschränkte Menschen ist, und dem, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Wir haben uns nämlich schon über viel mehr Gedanken gemacht, als nur über die Mobilitätseinschränkungen, sondern auch halt eben die anderen Dinge. Wir erfassen also auch im Prinzip schon die Daten für die anderen Dinge, sie sind nur noch nicht irgendwo technisch umgesetzt. Ja, neben diesen Daten erfassen wir natürlich noch ein paar andere Dinge, die auch uns wichtig erscheinen, nämlich halt eben die verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel ist das ein gemeinschaftlicher Geh- und Radweg, da muss man halt eben wieder auch ein bisschen mehr aufpassen, oder ist es halt ein reiner Radweg, wo sind Lichtsignalanlagen, die auch einen akustischen Signalgeber zum Beispiel haben, oder auch weitere Informationen, wie zum Beispiel, wo sind öffentliche Toiletten, wo ist eine Bank, wo kann ich mich auch mal hinsetzen, wenn ich halt eben mobilitätseingeschränkt bin oder wenn ich halt eben Toilette, wenn ich Probleme mit Inkontinenz habe, dass solche Dinge da auch irgendwo schon mal mit erfasst worden sind. Ja, da der VRR ja sich schon dazu entschlossen hatte, das Ganze auch mit OSM-Mitteln zu machen, lag die Idee auch bei uns ganz nah. Wir gehen mal auf unsere lokale OSM-Community zu und versuchen, die mit ins Boot zu holen und sagen so, halt eben Ziel war es halt eben die Sammlung von frei nutzbaren Geodaten für die Allgemeinheit, von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit, mit halt eben einer möglichst freien Lizenz. Dazu sind wir dann erstmal losgezogen und haben an Mapper-Treffen teilgenommen, um erstmal die lokale OSM-Community so ein bisschen kennenzulernen. Ja, und dann wurden halt eben Daten und Elemente, sollten dann aus dem Luftbild oder vor Ort erfasst werden. Und das Erste, was wir dann natürlich getan haben, um mit OSM-Daten zu erfassen, muss man sich erstmal auch eine Schematik überlegen, wie will ich diese Daten überhaupt erfassen, welche Tags sollen gesetzt werden. Und da ist ein entsprechendes Tagging-Schema entwickelt worden, wo wir denken, dass das meiste im Prinzip eigentlich jetzt schon mit abgebildet ist. Und
Ja, dann haben wir noch das Glück gehabt, dass einer der OSM-Teilnehmer auch gleichzeitig noch Entwickler ist im Bereich eines barrierefreien Fußgänger-Routing-Systems und der uns auch noch so ein bisschen technischen Input liefern konnte, worauf wir dann halt eben auch mal achten müssen, so dass wir eigentlich glauben, dass wir da ein vernünftiges Schema jetzt gefunden haben, wie man die Daten erfassen kann. Und ja, wir arbeiten jetzt halt eben mit den OSM mit der OSM-Community da zusammen. Das ist auch sehr erfolgreich, finde ich jetzt eigentlich. Und der Martin wird jetzt ein bisschen was auch dazu erzählen. Die Dortmunder OSM-Community, der ich seit einigen Jahren auch angehöre, trifft sich einmal im Monat im Pinkvereinsheim im Stadtteil Eichlinghofen. An den Treffen nehmen in der Regel so circa ein halbes Dutzend Mapper teil. Die Terminabsprache und die Kommunikation regeln wir per einer eigenen OSM-Mailingliste. Ergebnisse werden wie üblich halt auch im OSM-Wiki hinterlegt. Beim Treffen im März 2018 nahmen neben den üblichen Mappern erstmalig auch Mitarbeiter des Dortmunder Vermessung- und Katasteramtes teil. Es handelte sich dabei um die Frau Saar und den Leiter der Behörde, den Herrn von Stillfried. Diese stellten dann ihre Projekt-ID-Entwicklung eines barrierefreien Fußgänger-Routing-Systems in Dortmund vor und baten dann halt uns als OSM-Community um Kooperation. Da uns auch schnell klar war, dass diese Kooperation für alle Seiten gewinnbringend ist, haben wir dann auch im Mai 2018 den OSM-Teilnehmer Roland Olbricht, der vielen von euch als Entwickler von der Overpass-API bekannt sein wird, der aber auch Mitarbeiter der Entwicklungsfirma des Fahrgastinformationssystems ist, als technischen Experten hinzugezogen. In dieser Zusammensetzung haben wir dann in den folgenden Treffen versucht, ein möglichst einfaches, aber für den Zweck des Fußgängerroutings ausreichendes Tagging-Schema zu entwickeln und haben das dann auch in zwei Mapping-Partys, die erste im Oktober 2018 und im Februar 2019, erfolgreich anwenden können. Das entwickelte Tagging-Schema umfasst eigentlich die vier Punkte: Gehwege, Bordsteine, Fußgängerüberwege und weitere für mobilitätseingeschränkte Benutzer wichtige Eigenschaften. Bei den Gehwegen, also Highway, Footway, Pass oder Pedestrian, sind dies vor allem die geschätzte Gehwegbreite. Ein zu schmaler Gehweg unter 80 cm wäre ein Ausschlusskriterium für Rollstuhlfahrer. Die Oberfläche, Surface, handelt es sich um einen glatten Asphalt oder um Kopfsteinpflaster. Die Oberflächenbeschaffenheit, Smoothness von hervorragend bis miserabel. Die wichtig für Rollstuhlfahrer natürlich auch die Steigung als Längs- und Querneigung. Der sportliche Rollstuhlfahrer schafft bis zu 9% Steigung, aber Elektrorollstühle sollten eigentlich nicht mehr als 3% überwinden müssen. Und die Beleuchtung. Bei den Bordsteinen sind es vor allem die Bordsteinabsenkung, also die Curbs, als Barrier-Curbs gekennzeichnet. Da ist es dann halt die Art der Bordsteinabsenkung, niveaugleich oder mit einer zu überwindenden Resthöhe. Und dann natürlich auch noch die Höhe. Für Blinde auch, ob die Bordsteinabsenkungen mit einem taktilen Blindenleitsystem versehen worden sind. Fußgängerüberwege, Highway gleich Crossing, da sind es die Arten der Überwege mit Zebrastreifen, mit Verkehrsinsel, Ampelanlagen und bei Vorhandensein von Ampelanlagen natürlich auch die Signalgeber akustischer oder taktiler Art. Weitere Tags sind, wie schon genannt, öffentliche Behindertentoiletten, aber auch Sitzgelegenheiten und sehr wichtig Aufzüge, nicht nur deren Existenz, Highway Elevator, sondern auch, ob sie rollstuhlgerecht sind und ob die Bedienfelder
mit Blindschrift versehen worden sind. Mit diesem Tagging-Schema haben wir uns dann vor Ort zur Datenerfassung im Rahmen von zwei Mapping-Partys getroffen. Dazu haben wir uns einfach mal die nun offiziellen Veranstaltungsorte des Kirchentages im Juni dieses Jahres angesehen und festgestellt, dass also eine Konzentration in der Innenstadt innerhalb des hier doch recht gut erkennbaren ehemaligen Wallrings zu erkennen ist. Mit dieser Erkenntnis haben wir dann die Mapping-Partys so gestaltet, dass wir bei der ersten halt den nördlichen Bereich erfasst haben und bei der zweiten den südlichen. Da es jetzt nicht unsere erste Mapping-Party ist, sind wir nach bewährtem Schema vorgegangen bei der Organisation. Das heißt, wir haben uns an zwei Sonntagen um 10 Uhr getroffen und eine Gruppeneinteilung vorgenommen. Da ist es ratsam, in zwei Gruppen zu bilden, um sich auch unterwegs noch zu beratschlagen und vor allem natürlich auch das Kato zu erfassende Gebiet in überschaubare Segmente einzuteilen und den Gruppen zuzuordnen. Die Datenerfassung hat dann in der Regel immer von 10 bis 13 Uhr stattgefunden. Danach ein gemeinsames Essen und da die Stadt Dortmund das Vermessungs- und Katasteramt und auch die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, haben wir danach auch direkt immer eine Nachbesprechung durchgeführt, wo wir nicht nur die Daten erfasst haben, sondern eben auch Feedback gegeben haben. In den Folgemeetings erfolgten dann die Besprechung von Problemfällen und das Tagging-Schema wurde entsprechend auch angepasst und angewandt. Ja, Hilfsmittel wie bei jeder Mapping-Party, Field Papers, die helfen vor allem für die Aufteilung, ja, dann Buntstifte zur Kennzeichnung, Handy, Kamera, Taschenmaß bei Zollstock, wichtig auch der Neigungsmesser für die Steigungsmessung, GPS-Gerät und Tablet. Aus Sicht der OSM-Community als Resümee können wir schon sagen, das war ein Pionierprojekt für uns in vielerlei Hinsicht. A, durch die vielen Beteiligten, die durchwegend positives Feedback gegeben haben, also sowohl Verkehrsunternehmen wie auch die Stadt Dortmund als auch die Möpper. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wir durch die Koordinierung von Akteuren aus verschiedenen Gruppen mit recht geringen Aufwand eigentlich einen recht großen Nutzen für die Bürger erzielen können. Wichtig ist natürlich der 37. Deutsche Kirchentag im Juni, wo wir sehen werden, ob die Arbeit, die wir jetzt in die Datenerfassung reingesteckt haben, dann auch Benefit für die Teilnehmer bringen werden. Sollte dies so sein, wovon ich eigentlich ausgehe, dann sind die nächsten Schritte dann auch die Einbindung der Inklusionsbeauftragten der Stadt Dortmund, damit auch weitere Beteiligte noch hinzugefügt werden können, also vor allem die Benutzergruppen. Gut, und dann noch eine Folie. Und weiterhin haben wir auch noch Kontakt zu ähnlichen Projekten, die sich auch mit dem Routing beschäftigen. Hier ist vor allem zu nennen der Open Route Service von der HiGIT, der in letzter Zeit auch noch ein weiteres Profil, ein Rollstuhlprofil hinzugefügt hat. Hier haben wir Kontakt und versuchen, unsere Tagging-Schema abzugleichen und gemeinsam in die Breite zu tragen. Aufgrund der guten Erfahrungen planen wir natürlich auch noch weitere Projekte mit dem Vermessung- und Katasteramt. So, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, man konnte wunderbar jetzt sehen, was wir, die nicht eingeschränkt sind, eben nicht so sehen, worauf es ankommt. Und da steckt eine Menge Arbeit hinter, also finde ich wirklich gut. Gibt es dazu Fragen? Ja, die klassischen Fragen. Sie haben jetzt die Altstadtinsel Dortmund erfasst. Die Behinderten freuen sich jetzt, dass es prima klappt, wollen jetzt ein Ziel erreichen, was so ein bisschen außerhalb der Insel liegt und stellen fest, es gibt dort gar keine
Absenkung der Bordsteine, weil keine erfasst sind. Es gibt gar keine Aufzüge, weil keine erfasst sind. Und die zweite Frage, selbst wenn Sie die erste lösen, ist denn die Fortführung dieses Projektes in irgendeiner Weise konzeptionell sichergestellt? Sind die Stadtbaubetriebe darauf ausgelegt, dass die in Zukunft alle Informationen zumindest zur Erfassung informativ zur Verfügung stellen? Ja, vielleicht von meiner Seite erstmal eine Aussage dazu. Wenn dieses Projekt tatsächlich erfolgreich ist, und davon gehe ich eigentlich aus, dann werden wir natürlich versuchen, das Projekt auch in irgendeiner Form fortzusetzen. Wir werden Ende dieses Jahres voraussichtlich in Dortmund auch eine Straßenbefahrung machen, wo halt eben auch viele Straßendinge aufgenommen werden. Und ich möchte versuchen, das dann auch hinzukriegen, dass zumindest die Dinge, die in diesem Taking-Schema passen, dann auch dort stadtweit, sag ich mal, wenn sie ausgewertet sind, auch entsprechend in das OSM mit übernommen werden. Vielleicht noch ein paar Dinge dazu ergänzend. Also zum einen, einer der Gründe, das beim VRR aufzuhängen ist, ist, es ist deren Job, das langfristig auch die nächsten Jahrzehnte anzubieten. Es ist deren Job, Fahrgastinformationen zu machen. Das heißt also, wenn der VRR mitzieht, also ab dem Punkt, wo der VRR mitzieht, wird das auch die nächsten 30 Jahre tun. Es ist einer der Gründe, OSM zu nehmen, denn OSM hat eine Trägheit, die ein Feature ist. Ich würde an dieser Stelle darauf wetten, dass wir in 10 Jahren im Wesentlichen immer noch die gleichen Datenelemente in OSM haben, die wir heute haben. Da besteht dann nicht das Risiko, dass irgendwer reingrätscht. Zu dem Thema, ob das in Berlin klappt, auch da geht es geht nur mit OSM, weil einer der Gründe, warum der VRR gesagt hat, wie übrigens auch bundesweit an anderen Verkehrsunternehmen, sie gehen nicht über die Grenze von den Haltestellen hinaus, es können sie sich einfach gar nicht leisten. Also es gibt Ansätze darüber, wie man sicherstellt, wie man die Kosten stemmt, die Qualitätssicherungen zu machen, dass das Routing innerhalb der Stationsgebäude funktioniert. Aber der Wert von OSM insgesamt ist so viel größer, kein Verkehrsunternehmen in Deutschland könnte sich leisten, die ganze Stadt mitzukartografieren. Das sollte man eben nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube aber, dass die Berliner, ich gehe davon aus, ich kenne gerade die Größe der Community nicht, wenn man denen einmal das Tagging-Schema vorlegt und sagt mit, es klappt bei euch sofort, weil das Tagging-Schema da ist, weil es nämlich sofort in Highgate funktioniert, weil es sofort in den Apps funktioniert und weil es auch vielleicht in irgendwas, was die Berliner hinkriegen, funktioniert. Ich glaube, dann ist der Appetit, das durchzuziehen, da, wenn es sofort in einem Dutzend Apps funktioniert. Erstmal hier bitte. Ja, ihr habt davon gesprochen, Routing vom Startpunkt zur Starthaltestelle, von der Zielhaltestelle zum Zielpunkt. Wie sieht es eigentlich dann mit dem Routing an großen Kreuzungen beispielsweise aus, wenn man umsteigen wollte? Ich hatte kürzlich erst den Fall in einer Stadt Duisburg, wo ich noch nie gewesen bin. Straßenbahn fährt nicht mehr weiter wegen Unfall. Riesenkreuzung, Haltestelle erstmal finden, wo man quasi dann einsteigen muss. Also müsste es ja für solche Fälle auch ein Routing innerhalb, also zwischen den Umsteigehaltestellen geben. Ist bereits drin, ist VRR Kerngeschäft. Also ist standardmäßig drin, dass zwischen den Bereichen der Umsteigehaltestellen geroutet wird. Das ist natürlich nur in Dortmund jetzt einigermaßen barrierefrei, in anderen Städten wird es oft funktionieren, aber nicht immer. Da drüben war noch. Habt ihr eine Dokumentation oder so von der Feldarbeit gemacht, die man jetzt zum Beispiel nach Berlin einfach mitnehmen könnte, wenn man da das jetzt auch anfangen würde? Ja, wir haben schon entsprechende Overpass-Abfragen etc., um den Erfolg unserer Arbeit verfolgen zu können. Aber es ist noch nicht entsprechend dokumentiert. Wir werden den Kirchentag und da halt auf der begrenzten Fläche der Dortmunder Innenstadt dazu nutzen, das erste Mal so etwas wie eine Qualitätskontrolle unserer Bemühungen vorzunehmen. Bisher war der Fokus wirklich, überhaupt erstmal einen Startpunkt zu schaffen und durch aufzeigen, wie viel besser dann das Routing in unserem begrenzten Gebiet funktioniert, als in anderen Gebieten, die wir halt noch nicht erfassen konnten, der Community einen Anreiz zu geben, mit unserem dann hoffentlich veröffentlichten Tagging-Schema entsprechend in der Fläche fortzufahren und dass dieses Tagging-Schema dann auch
über sämtliche Projekte, die ähnlich verfahren, in die Breite zu tragen. Ich meine, die Dokumentation ist also zumindest des Tagging-Schemas ist unser vorrangiges Ziel. Wie wir vorgegangen sind, ist einfach so, dass wir neben den eigentlichen Mapping-Partys natürlich auch kontinuierlich in unserer Gruppe, die natürlich nicht so groß ist, ich habe ja gesagt, dass wir in der Regel ungefähr immer nur 6 Mapper sind, in Dortmund auch halt weiter mappen. Aber ja. Habt ihr für die Mapping-Partys Dokumentation gemacht? Also wenn ich jetzt in Berlin eine Mapping-Party für Accessibility machen will, Habe ich dann, kann ich da irgendwas von euch nutzen? Keine Dokumentation. Wir haben aber auch Erfahrungsaustausch. Wir besuchen also auch andere Mapper-Treffen, wie zum Beispiel in Bochum, die jetzt Ende des Monats eine ähnliche Aktion planen und tauschen uns aus und haben dann halt Erfahrungswerte. Ansonsten ist die Situation so, dass wir die Einträge natürlich mit einem Tag versehen im Kommentarfeld und dass wir so dann auch unsere Taggings da verfolgen können und dass wir Tools schaffen, hauptsächlich Overpass-Abfragen, die uns dann den Fortschritt dokumentieren. Ja, damit bedanke ich mich bei den drei Referenten für diesen interessanten Vortrag. Damit möchten wir den Vortragsblock abschließen. Offene Daten. Wir haben gelernt, wie man offene Daten findet, wie man sie bearbeiten, visualisieren kann und wir haben zwei konkrete Anwendungsfälle gehabt. Vielen Dank.